Ich habe mir wieder mal ein neues Spielzeug geleistet. Nein, keine Pistole. Aber etwas für eine Pistole. Und zwar habe ich mir gekauft ein CAA Micro Rony für meine Glock 17. Dieses Rony ist in der Generation 3, also nicht die ganz aktuelle. Sollte aber eigentlich für meinen Bedarf ausreichend sein. Bestellt habe ich es via Egan bei dem Onlineshop ballistag.de aus Zörbig. Und ein großes Dankeschön geht an diesen Händler, weil die Geschwindigkeit, die Ballistag an den Tag gelegt hat, um mir dieses Produkt zu schicken, quasi nach meiner IGAN-Bestellung, die ist schon brutal. Am Donnerstagabend habe ich es bestellt, am Freitagvormittag wurde das Geld überwiesen und am Samstag klingelt der Postbote und bringt mir mein Paket. Und das nenne ich mal ganz ehrlich einen super Service. Vielen, vielen Dank dafür. Also, wir packen das ganze Teil mal aus. Ich habe mir die Grundversion bestellt, kein Schnickschnack, kein Zubehör. Das heißt, ich werde noch ein bisschen Material hierfür nachkaufen müssen. Der Preis, den ich bezahlt habe, waren 229 Euro, zuzüglich Versand, also 234 Euro Batsch. Geliefert wird es in dieser schicken Pappschachtel mit Wegwerfhenkel, der hier. Und mit dabei haben wir selbstredend eine kurze Anleitung und mit so leichte Informationen, was für Zubehör es noch gibt. Und ganz wichtig natürlich die Anleitung, wie das ganze Ding funktioniert. So, eingepackt ist es in dieser Plastiktüte. Ich habe es ja gestern schon mal spaßeshalber ausgepackt, wollt ja wissen, ich konnte es nicht abwarten. Ja. Von daher. Also, wie gesagt, das ist jetzt der Microni in der Generation 3. Einer der Unterschiede zur neuen Generation 4 liegt darin, die Generation 4 hat ein größeres Auswurffenster. Der Durchladehebel ist nicht herausnehmbar bei der G4. Bei dem hier wird er rausgenommen und auf die Glock aufgesetzt. Und er hat vorne eine dreieckige Mündung und es gibt extra Zubehör, das per Druckverschluss dann hier aufgesetzt werden kann, wie zum Beispiel Mündungsbremsen. Es gibt wohl auch Schalldämpfer, die da aufgesetzt werden können, etc. Mit hier vorne gibt es einen Anschluss für Zubehör, wie jetzt ein Laser oder eine Lampe, was selbstredend in Deutschland verboten ist. Kann durch einfaches Zusammendrücken und Herausziehen rausgenommen und ausgetauscht werden. Aber wie gesagt, in Deutschland nicht zulässig. Zusätzlich haben wir hier einen Abzugsschutz, eine Art Sicherung. Daher die Glock hat ja keine eigene interne Sicherung. Hier drüber kann es gesichert werden. Und natürlich einen faltbaren Schaft. Wir setzen jetzt mal die Glock ein. Und es geht total einfach. Und zwar, wir drücken diesen Knopf hier runter und schieben diese Wippe nach hinten. Dann können wir ihn nach oben ziehen. Der Schaft muss zum Einsetzen der Glock geöffnet sein. So, dann nehmen wir den Ladehebel raus. Die Glock ist entladen und setzen den Ladehebel auf die Glock auf. Hier drin sind genau versetzt zueinander die Rillen, die Serrations von der Glock, damit da auch nichts schlackern kann. So, und dann setzen wir die Glock von schräg gekantet ein und schieben sie nach vorne, bis sie einrastet. So, hier vorne ist der Sicherungshebel. Hier wird letzten Endes die Pickerschiene eingerastet, damit die Waffe sich nicht mehr bewegen kann. Dann Ladeluke wieder schließen, nach vorne schieben zum Verriegeln. Und dann sehen wir auch hier drin einen roten Punkt. Der zeigt, dass das System verriegelt ist. Und schon ist das Roni einsatzbereit. Auf der linken Seite haben wir hier dann noch einen Verschlussfanghebel. Das heißt, dieser Adapter drückt dann auf den Verschlussfanghebel an der Glock, um dann den Schlitten freizugeben. Hier vorne kann zur Griffverlängerung ein Magazin noch eingesetzt werden, da kann auch ein 30er Magazin, solange es noch legal ist. Und dann ganz normal. Und wir können schießen. Und jetzt sehen wir, Schlitten bleibt hinten, Magazin raus. Ist noch alles ein bisschen straff.
und wir können losschießen. Ist eine ziemlich coole Sache, eine ziemlich lustige Sache, wo ich sage, man kann da richtig viel Spaß mit haben. Leider Gottes gibt es ja im BDMP keine eigene Disziplin hierfür. Aber ich sag mal so, zum Spaßschießen oder hier und da mal vielleicht ein bisschen Faltplatte schießen, allemal gut und macht bestimmt auch riesen Gaudi. Mein erster Wettkampf, den ich jemals geschossen habe mit BDMP-Disziplin, war tatsächlich in Philipsburg. Und da haben wir auch Faltplatten mit den Dingern geschossen, mit so einem Schaft drauf. Und das war total geil. Das hat einfach nur Spaß gemacht. Ja, was gibt es noch zu dem Micro Rony zu sagen? Wir haben hier seitlich zwei Pickerschienen mit Daumenauflage, dass man also schön halten kann, links wie rechts. Das heißt also auch, wenn ich als Linksschütze, geht genauso. Wir haben hier hinten eine Aufnahme für eine Swivel, für einen Sling. Der kann optional mitbestellt werden. Es gibt tonnenweise Zubehör für diese Teile. Unter anderem auch in dem Online-Shop von Israel Defense Store, IDS, von denen ich ja diverse Holzer ja schon vorgestellt hatte. Die haben auch sehr, sehr viel Zubehör mit an Bord, wie auch Mündungsbremsen mit Glasbrecher vorne dran und. Und ansonsten schaut doch euch mal auf der Ballistag-Seite um, ballistag.de. Die haben auch einiges an Zubehör, sind wohl der führende Händler für diese Gerätschaften hier in Deutschland. Und ja, nochmal vielen Dank an Ballistag, wie gesagt, so schnell habe ich es selten erlebt, dass ein Paket verschickt wird. Und ja, dann würde ich sagen, ich zeige euch nochmal kurz, wie die Glock wieder rausgenommen wird. Und dann nächstes mit diesem Teil wird es dann vom Schießen sein, denke ich mal. Also, zum Herausnehmen gehen wir einfach in umgekehrter Reihenfolge vor. Das heißt, Knopf wieder runterdrücken, die Ladeluke nach hinten aufklappen. Dann drücken wir jetzt hier vorne die Pickerhalterung runter, entriegeln damit die Waffe und können sie nach hinten und hoch rausnehmen. Nehmen den Ladehebel ab. Packen ihn wieder rein, damit er nicht verloren geht. Und das war's. Das ist der CAA Micro Rony in der Generation 3. Ein absolut cooles Ding. Hier für die Glock 17, 22 und 31. So wie ich das bis jetzt gesehen habe, gibt es das Micro Rony nur für Glock-Pistolen. Aber es gibt noch weitere Rony-Schäfte, die auch für andere Hersteller geeignet sind, wie CZ P07 zum Beispiel. Also einfach mal schauen, was ihr da so findet. In diesem Sinn, macht's gut.